So, weiter geht's mit StarCraft 2. Tagara sollte jeden Moment eigentlich loslaufen. Hoffentlich. Aber vielleicht soll ich hier noch ein bisschen Vespingas abbauen. Und noch ein paar Overlords bauen. Und da läuft sie. Das heißt, wir kriegen sie jetzt hier. So. So will ich das haben. Dann machen wir hier mal weiter. Ein bisschen Spaß haben geht immer. Ja, okay. Ein bisschen Verluste haben geht auch immer. So, und die Eier hebe ich mir erstmal auf für nachher. Und gehen wir erstmal noch da unten. Und dass ich hier Weg frei habe für meine Truppenbewegungen. Und außerdem ist da noch ein Bärstling-Nest, was ich haben will. Dann gehen wir mal dahin. So. Da oben sind noch Ressourcen. Gut, dann wäre das auch schon mal erledigt. Dann alle mal hierhin zurück. Sollte ja nicht lange dauern, bis Verstärkung hier da ist. So, einmal hier oben. Na, das kann ich mir eigentlich sparen jetzt. So. Dann noch ein paar Zerklinge. Du bist nicht mächtig genug, um mich zu töten. Bla bla bla. Brauche ich noch ein paar Bärslinge. Die sind immer schön. Ich könnte hier mal ein bisschen upgraden. Fällt mir gerade so auf. So. Jede Menge Zerklings. Und da kommen noch jede Menge Zerklings. Und dann hole ich mir hier mal oben die verseuchte Terraner-Bude. Sind da noch irgendwo Bärstling-Nester? Nö. Da oben vielleicht irgendwo. Muss da noch irgendwo eins sein. Da oben ist noch eins. Gut. Dann fehlt jetzt nur noch Zagaras Move. Ja, vielleicht sollte ich noch ein paar Overlords bauen. So, und da bewegt sie sich wieder. Das heißt, wir gehen jetzt wieder auf Abfangkurs. Diesmal von hier unten. Ach, wir haben genug Zeit. So, und drauf da. So, sehr schön. Ja, nur ein kleiner Rückschlag, ist klar. Ist schon recht, Zagara. Machen wir hier oben noch was hin. Wie ungültiger Befehl. Was soll denn der Scheiß jetzt? Gut, dann rennen wir einfach mal hier die Base ein. Nichts stellt sich mir in den Weg. So, und weiter nach oben. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Gehen wir mit Kerrigan mal da runter. Und hauen das hier weg. Gut, dann geht's hier oben auf die... Ja, mach ich erstmal die stationäre Verteidigung hier weg. Warum ist hier eigentlich so viel Flugabwehr? Wir haben das letzte verseuchte terranische Gebäude vernichtet. Wer hat dich getragen? Ja, so wie es sein soll. So, dann holen wir uns hier noch das Bärstling-Nest. Und weiter geht's hier. Natürlich kann ich. Ja, war vielleicht nicht komplett hundertprozentig Glück, dahin zu laufen. Ah, wobei, das kriegen wir schon. Kriegen wir schon hin. So, dann noch hier runter. Da ist ja auch noch ein bisschen Verteidigung. So, sehr schön. Dann müssen wir die hier mal wieder abfangen. Hua, hua, hua. Sehr schön. Und dann auf Abfangkurs mit Zagara. Ah, wir haben gerade keine Bastlinge mehr. Das ist uncool. So, die locken wir mal da runter. Und drauf da.
los jetzt. Sehr schön. Nein, das kann nicht sein. Siehst doch, dass es sein kann. Haben wir irgendwo noch ein Bärstling-Nest? Nö, dann fange ich jetzt einfach mal an, hier einzusammeln. Am besten nur mit Kerrigan, am besten. Da oben ist noch ein Bärstling-Nest. Das nehmen wir noch mit. Du hast alle Bärstling-Nester gefunden. So, sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch die ruhenden Eier finden. Und die kriegen wir hin. Weiter vorrücken. Ich wollte nämlich den Erfolg haben. Ich weiß ja, dass es den Erfolg gibt. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich den an der Stelle jetzt einfach mal mit. Wir haben nicht viel Zeit. Die restlichen Eier einzusammen ist ja kein Problem. Eigentlich gäbe es, glaube ich, noch einen Erfolg, dafür zu sorgen, dass Zagara keine Eier kriegt, also null. Haben halt das schon vergeigt, weil sie schon drei hat. Nur noch ein paar mehr. Aber ist ja kein Problem. Der Schwarm schläft nie. So, und den dann noch. Lasst uns das hinter uns bringen. Und dann haben wir es gleich. Wir haben nicht viel Zeit. So, ein Ei fehlt noch. Ja, holen wir uns halt da unten. So, machen wir hier mal das Ding da rein. Ich habe genug Eier. Aber Tur, rege den Schlüpfteich an. Sorge dafür, dass meine Eier schlüpfen. Einfach. Katalytische Lösung, schnelleres Heranreifen. Armee augenblicklich bereit. Und jetzt wird Zagara es bereuen, sich mit mir angelegt zu haben. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Was jetzt? Kein Entkommen. Raus damit. Nein, 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 nein. Oh Mann. Okay, dann warten wir jetzt noch schnell auf Kerrigan. Bevor wir dann Zagara auf die Fresse hauen. Und dann platzieren wir uns schon mal hier. Wo ist sie denn, meine Kerrigan? Müsste da oben sein, da ist sie. Und dann haben wir ziemlich abgefuckt viele Banelings, mit denen wir da einfach komplett die Base einrennen können normalerweise. So, gehen wir da nochmal drei Drohnen rein. Upgraden wir das noch. So, und Kerrigan ist da. Das heißt, wir können jetzt mit fast 300 Einheiten Zagaras Base stürmen. Mache ich einfach mal den A-Move hier nach oben. Sollte ja hinhauen. Einfach mal hier hinten durch. Ja, wobei ich warte noch. Los jetzt. Der Schwarm schläft nie. Banelings ein bisschen nach hinten. Der Schwarm ist hungrig. So, schön verteilt. Und dann einfach mal reinrennen hier. Tja, wüsstest du jetzt gern, hä? So. Jetzt haben wir fast all unsere Bärslinge verhauen, so wie das ausschaut. Aber ist ja kein Problem. So, einer ist noch übrig. Den schicken wir mal noch da oben auf das Gebäude. Tötet sie. Ich habe nur getan, was du mir befohlen hast, meine Königin. Halt. Ich habe dir befohlen, gegen mich zu rebellieren? Du hast all deinen Brutmüttern befohlen, stark zu sein, zu kämpfen, zu erobern. Du sagtest, die Zerg führen durch Willensstärke. Dein Wille ist der stärkste. Und ich werde dir dienen. Du darfst leben, Zagara. Ich will den Schwarm zu alter Stärke führen. Und du wirst mir dabei helfen. Du bist meine Königin. So, dann haben wir auch Zagara. Guck, hier ist das, dass Zagara einen einsammelt.
Haben wir jetzt verdödelt, aber ist okay. Macht ja nichts. Dann mal gucken, was wir mit Zagara noch so anfangen können. Zagara ist hier, um deinem Willen zu dienen. Wie würdest du die Terraner von dieser Welt vertreiben, Zagara? Ich würde ihre Festung auf dem Plateau der Verwegenen auslöschen. Doch der einzige Weg dorthin führt durch den Knochengraben. Sei gewarnt, seitdem die Terraner unsere Weltraumplattform zerstört haben, kontrollieren sie den Himmel. Wir sind ungeschützt. Unwichtig. Warfield hat keine Ahnung, gegen wen er in den Kampf zieht. Aber was ist mit dem Xel'Naga-Artefakt? Ist es vielleicht noch im Besitz der Terraner? Vielleicht, aber es ist nicht hier auf Char. Es stellt keine Gefahr für uns dar. Ist das Xel'Naga-Artefakt also deine weg? Die Kammer ist jetzt bereit. In ihr kannst du deine Fähigkeiten anpassen. Ja, jetzt halt mal die Fresse, was machen so viele Bestlinge hier? Der Schwarm wächst wieder. Und jetzt zu dir, Warfield. Das Zurückerobern dieser Welt wird eurem Imperator eine Warnung sein. Na, hoffen wir das doch mal. Isha, überall hier sehe ich Zeichen der alten Königin der Klingen. Aber ich kann mich nicht erinnern, warum ich meine Truppen so lange hier auf Char zurückgehalten habe. Du hast die Zukunft erforscht, um Vorbereitungen für einen großen Krieg zu treffen. Welcher Krieg? Erzähl mir mehr. Du hast uns nichts Genaues erzählt. Du hattest eine Vision unserer vollständigen Vernichtung. Und du wolltest, dass wir bis zuletzt kämpfen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Weißt du, warum ich dich in der Schlacht besiegt habe? Du warst stärker als ich. Nein. Dann schneller. Nein. Spiel nicht mit mir, meine Königin. Verrat mir dein Geheimnis. Sprich mit Abathur in der Evolutionsgrube. Er wird es mir sagen. Er wird dich weiterentwickeln. Geh. So, gehen wir mal in Kerrigan. Dies ist deine persönliche Kammer. Hier kannst du deine Nervenbahnen fokussieren und deine aktiven Fähigkeiten ändern. Wenn du stärker wirst, erwachen in dir neue und mächtigere Fähigkeiten. Hier kannst du deine aktiven Fähigkeiten nach Belieben ändern. Na gut, was haben wir denn hier? Kinetische Welle. Kerrigan fügt einer gegnerischen Einheit mit einem oder einem gegnerischen Gebäude aus großer Entfernung 300 Schaden zu. Oder wir können uns nur für eins von den beiden entscheiden, hier jeweils immer. Oder wir nehmen heroische Stärke. Kerrigans maximale Trefferpunkte werden um 200 erhöht. Ihre Trefferpunktsregenerationsrate wird um 100% erhöht. Ich glaube, 200 Lebenspunkte, ja, ich weiß nicht. Ja, die kinetische Welle ist halt schon geil. Vor allem um stärkere Gegner, die mir mit einem Schuss wahrscheinlich sowieso 200 Schaden gefühlt machen werden. Auszuschalten, behalte ich die kinetische Welle. Der zerquetschende Griff war eigentlich auch ziemlich geil. Was haben wir denn hier? Kerrigans Angriffe fügen ihrem Ziel normalen Schaden zu und springt dann auf weitere Gegner in der Nähe über. Fügt bis zu 4 zusätzlichen Zielen 10 Schaden zu. 10 Schaden ist jetzt, ich meine, hier können wir 30 Schaden machen. Heben die gegnerischen Einheiten hoch, sodass sie nichts machen können. Verhindern damit quasi auch noch, dass wir selbst Schaden bekommen durch diese Einheit, während sie hochgehoben sind. Deswegen, was haben wir denn hier noch so? Ja, egal, können wir eh noch nicht. Deswegen behalte ich einfach mal die zwei aktiven Fähigkeiten hier. Evolutionsgrube, was gibt's denn hier Schönes? Abathur. Erzähl mir von den Veränderungen, die du an Zagara vorgenommen hast. Brutmuttervorlage ermöglichte bereits Lösung komplexer Probleme. Lernen, Kontrolle über Brut, viele Schwerpunkte. Jetzt Muskeldichte hinzugefügt, Hirnmasse erweitert. Kann nun mehrere Szenarien erwägen. Kognitive Flexibilität. Vielleicht sollte ich das mit allen zukünftigen Brutmüttern machen. Erweiterte Hirnmasse für Brutmutterrolle im Schwarm nutzlos. Zusätzliche Masse benötigt zusätzliche Energie. Führt auch zu erhöhter Unabhängigkeit. Widerspricht Direktive.
Zerg darf keine Gefahr für Anführerin von Schwarm darstellen. Die Zeiten ändern sich. Ich will, dass meine Diener so gefährlich sind wie nur möglich. Na gut. So, was haben wir denn hier? Ätzende Säure wirkt im Hauptziel um 100% erhöhten Schaden zu. Die Höhe des Flächenschadens bleibt unverändert. Flächenschadenradius um 50% erhöht. Oder zusätzlich zu normalen Schaden heilen Berstling-Explosionen in der Nähe befindliche verbündete Einheiten und Strukturen. Ich glaube, ich nehme einfach mal ätzende Säure. So, hier, das lassen wir erstmal so, sehr schön. Gut, dann war's das jetzt erstmal hier und wir sehen uns in der nächsten Mission. Feuer im Himmel, zerstören Sie die terranische Flotte. Ja, das wird unsere nächste Mission. Also, wir sehen uns bis denn. Und wir kriegen als Hauptzielbelohnung eine Evolutionsmission für Zerglinge. Klingt auf jeden Fall interessant. Werden wir noch rausfinden, was es damit auf sich hat. Also, tschüss, bis denn.